Hallo und herzlich willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Fallout 76 Video. Und heute möchte ich mit euch mal über die große Frage aller Fragen sprechen. Was passiert eigentlich mit unseren hochgezüchteten Beta-Charaktere nach Release? Behalten wir sie? Verschwinden sie? Und da gibt es echt tolle Informationen, die zwar jetzt nicht offiziell herausgegeben wurden, aber doch schon sehr eindeutig sind. Also das, da habe ich ein bisschen was für euch, was Leckeres. Ja, hoffe ich zumindest, dass es lecker ist. Falls ihr keine Fallout 76 Video-Tipps, Tricks, Guides, Infos und News verpassen wollt, dann dürft ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand. Ich würde mich freuen über jeden, der dazukommt in die Community und natürlich auch Anregungen, Ideen, Feedback, sehr gerne auch Kritik, sachlich natürlich, unten in die Kommentare schreiben. Freue ich mich drüber. So, was passiert also mit unseren Charakteren? Auf Twitter gab es seitens Fallout, also der offiziellen Fallout-Seite, natürlich wieder einen Post. Dort wurden die letzten Beta-Termine angekündigt, also sprich 6. November und 8. November. Die Spielzeiten wurden dort angekündigt. Sollen auch offiziell jetzt die letzten Stunden vor Release sein. Gut, da war ich dann wohl absolut auf dem Holzweg, denn ich hatte so die Informationen vorliegen und da bin ich jetzt ganz froh drüber, dass ich das nicht in einem Video angesprochen hatte, weil das wäre ja die totale Fehlinfo gewesen. Ich meine, ich hatte die Info, dass sie die Beta wirklich bis kurz vor Release so wirklich ausreizen werden. Also das war so die Info, die ich hatte. Gut, aber mein Bauchgefühl hatte zu mir schon gesagt, nee, erzähl darüber mal lieber nichts, weil könnte auch sein, dass du voll auf dem Holzweg bist. Und genau, und auf diesem Post wurden natürlich auch viele Kommentare geschrieben und ein User hat dann auch direkt gefragt, was passiert denn eigentlich mit unseren Charakteren nach der Beta? Werden wir sie verlieren oder werden wir sie nicht verlieren? Und da hat Bethesda darauf geantwortet, es ist geplant, den Charakterfortschritt beizubehalten. Das bedeutet, wir dürfen wohl, wenn alles gut geht, wenn die Server nicht abschmieren, die Festplatten abbrennen und alles verloren geht, dürfen wir unsere Beta-Charaktere nach Release einfach weiterspielen. Finde ich persönlich echt eine super Sache. Einerseits, ja, ist natürlich schade für die Leute, die es nicht vorbestellt haben und nicht in den Genuss kamen, die Beta zu zocken, ist das natürlich doof. Aber da muss man halt auch so dazu sagen, also als Vorbesteller so einen Leckerbissen zu bekommen, das finde ich doch echt nice. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich schön, dass ich hoffentlich, wie gesagt, wenn alles gut geht, meinen Charakter nicht nochmal von vorne spielen muss, nicht nochmal die Quests der Hauptstory, die ich ja eh schon alle gespielt habe, nochmal durchleben muss, weil das wäre dann schon, das wäre schon so eine nervige Sache. Denn wenn man überlegt, so gesehen hatten wir eigentlich nicht wirklich viel Spielzeit. Also im Verhältnis zu einer Beta. Aber es war doch durchaus ausreichend, um doch ein ganz schönes Stück weit zu kommen. Also es gibt ja auch schon Leute, die haben es geschafft, während der Beta ihren Charakter irgendwie auf Level 20 oder so zu bringen. Also Ich glaube sogar, dass 19 oder 20 war, glaube ich, das Höchste, was mir mal in der Beta irgendwie entgegengekommen ist. Und da stecken schon viele Spielstunden drin. Also da haben Leute wirklich jede einzelne Minute des Spiels ausgekostet. Ich natürlich auch, sofern es mir möglich war. Natürlich kam ich auch zu dem ein oder anderen Beta-Termin mal anderthalb Stunden später dazu zu zocken. Aber das war jetzt nicht weiterhin schlimm, denn die Familie geht ja auch vor. Und auch wenn meine Frau dann immer gesagt hat, so komm, geh du an die Playsy und zock, ich mache ein Klebett fertig und bringe ihn ins Bett. Da habe ich auch gesagt, so nein, ich bin jetzt sowieso schon über eine Stunde zu spät. Das mache ich nicht. Ich bringe den Kleinen auch mit ins Bett. Also es ist, was soll das, ne? Ich meine, ich habe gesagt, dann komme ich halt erst so um halber neun zum Zocken, ist mir ja wurscht. Ne? Die Beta geht ja bis nachts um zwei. Habe ich genug Zeit. So, ne? Wisst ihr Bescheid? Bin ja auch ein verantwortungsbewusster Familienvater. So, und ja, und das finde ich halt echt nice, wenn das klappt, wenn ich meinen Charakter, wie gesagt, nicht nochmal extra hochleveln muss.
natürlich, klar, dann haben natürlich die Beta-Spieler den Neuankömmlingen einen guten Vorsprung. Aber ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Ich meine, Fallout 76 haben sie ja gesagt, das soll über Jahre hinweg weiterentwickelt werden. Natürlich haben auch ein paar Leute so ein bisschen Angst und denken sich so, naja gut, das hat man ja damals bei Destiny auch versprochen. Und was ist daraus geworden? Ein Destiny 2. Ja, jetzt bringen sie noch Forsaken raus, um das Spiel zu retten. Aber man weiß, dass eigentlich schon an Destiny 3 gearbeitet wird. Nee, aber ich denke, dass Fallout 76 wirklich ein sehr langwieriges Spiel werden wird. Und auf kurz oder lang werden uns dann auch die Nicht-Vorbesteller dann irgendwann aufgeholt haben. Also da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt noch auf die letzten Beta-Stunden. Ich freue mich auf den Release. Ich freue mich wirklich sehr darauf, miterleben zu dürfen, was aus Fallout 76 noch so alles gemacht wird, was da so noch so passieren wird. Da werde ich noch tonnenweise Videos bringen. Auch so ein paar Wünsche und Vorstellungen, die ich habe, wo wir dann drüber diskutieren können. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen ins Forum und werde jetzt nochmal einen fetten Beitrag für die Entwickler schreiben. Denn auch das gehört als Beta-Tester meiner Meinung nach dazu, dass man da sich ein bisschen mit engagiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Bis zum nächsten Video, Servusle und reingehauen.